Unsere letzten Faktenakten haben den Themenbereich Berlin ein wenig genauer unter die Lupe genommen. Heute behandeln wir den Themenbereich Chinatown. Wie immer werden wir dir 5 interessante Fakten präsentieren, die dir eventuell noch unbekannt sind. Wir wünschen dir viel Spaß mit dem Video. Punkt 1. Bau. Der Themenbereich Chinatown wurde im Jahr 1981 als zu diesem Zeitpunkt teuerstes Projekt des Phantasialandes eröffnet. In einer 18-monatigen Bauzeit wurden rund 1,3 Millionen keramische Einzelteile in China angefertigt und nach Europa verschifft. Die Bauarbeiten forcierten eine Verbauung von 500 Kubikmetern Beton sowie von 550 Tonnen Baustahl. Außerdem wurde ein Erdvolumen von 27.000 Kubikmetern ausgehoben. Die Investitionssumme von Chinatown betrug insgesamt ungefähr 25 Millionen deutsche Mark. Der Bau der Themenwelt wurde dokumentiert und in einem Heft festgehalten, das man noch bis in die 90er Jahre hinein im Phantasialand kaufen konnte. Das Endergebnis fand überall größte Anerkennung. Selbst von der chinesischen Kulturbehörde gab es ausdrückliches Lob. Richard Schmidt wurde für dieses Projekt mit der taiwanesischen Kulturmedaille für die Verbreitung chinesischer Kultur ausgezeichnet. Punkt 2. China-Ausstellung. Bei seiner Eröffnung bestand der Themenbereich Chinatown aus einem China-Restaurant, einem Snack, einem Souvenirladen, dem Tanagra-Theater und der Geister-Rikscha, die noch bis heute die längste unterirdische Themenfahrt Europas ist. Im Jahr 1985 wurde den Phantasialand-Besuchern zudem eine China-Ausstellung angeboten. Es war das erste Mal, dass es eine chinesische Kulturausstellung auf privater Ebene gab. Sie bestand aus 2 verschiedenen Bereichen. Im ersten konnten die Gäste rund 100 verschiedene Kulturgegenstände bestaunen, die dem Park von der Volksrepublik China zur Verfügung gestellt wurden und teilweise bis zu 7000 Jahre alt waren. Aus diesem Grund wurde für die Ausstellung eine Versicherungsgebühr von 1 D-Mark pro Person erhoben. Der zweite Bereich zeigte chinesische Kunsthandwerker bei ihrer Arbeit. Schirmmaler, Holzschnitzer, Steinschnitzer, Miniaturgrafiker und Maler zeigten den Besuchern vor Ort ihre Künste und Erzeugnisse. Punkt 3. Tanagra-Theater. Wo sich seit dem Jahr 2002 der Fengyu Palace befindet, stand bis zum 1. Mai 2001 noch das im Jahr 1981 eröffnete Tanagra-Theater. Hierbei handelte es sich um ein elektronisches Puppentheater. Von 1981 bis 1993 liefen hier verschiedene Ausgaben der Tanagra-Show, die vor allem aus chinesischen Geschichten und Gesangseinlagen bestand. Von 1994 bis 2001 wurde die Show Feuer, Wasser, Licht präsentiert. Hierfür wurde die Bühne umgebaut und technisch aufgerüstet. Die elektronischen Puppen kamen neben all den neuen Effekten jedoch weiterhin zum Einsatz. Eine oft zitierte Stelle dieser Show ist das Finale, in dem 4 Kinder verschiedener Kulturen in einer Reihe standen, sich an den Händen hielten und We Are the World sangen. Am 1. Mai 2001 um ca. 13.50 Uhr Ortszeit fing das Gebirgsmassiv der Gebirgsbahn aufgrund eines Kabelbrandes Feuer. Wegen der leicht entflammbaren Materialien der Verkleidung konnte sich das Feuer schnell ausbreiten. Neben der Gebirgsbahn wurden auch die Grand Canyon Bahn und das Tanagra-Theater irreparabel beschädigt. Bei diesem Unglück wurden ungefähr 60 Menschen verletzt, Todesopfer waren zum Glück nicht zu beklagen. Kurze Zeit später war Gottlieb Löffelhardt in der Sendung Menschen der Woche zu Gast, die von Frank Elstner moderiert wurde. Im Vorgespräch gestand er ihm, dass er sich umgebracht hätte, wenn bei diesem Brand jemand ums Leben gekommen wäre, weil er mit dieser Last nicht hätte leben können. Punkt 4. Manchu. Nach so viel Ernst kommen wir lieber wieder zu einer schönen Sache, nämlich der Gastronomie. Wie wir vorhin bereits erwähnt haben, ist das China-Restaurant von Anfang an ein fester Bestandteil von Chinatown. Heute ist uns dieses à la carte Restaurant unter dem Namen Manchu bekannt. Allerdings kann man auf den Speisekarten teilweise noch erkennen, dass es früher schlicht China-Restaurant bzw. Restaurant Chinatown hieß. Den jetzigen Namen erhielt das Manchu Mitte der 2000er Jahre. Er wurde von einem kleinen Volk im Nordosten Chinas abgeleitet. Die Manchu, die auch Mandschuren genannt werden, sind die drittgrößte der insgesamt 55 anerkannten ethnischen Minderheiten Chinas. Punkt 5. Gasfackeln. Sicher sind hier schon mal die Gasfackeln aufgefallen, die sich in Chinatown und in der Parkanlage vom Hotel Lingbao befinden. Sowohl für sie, als auch für den Eis- und Feuerdrachen, der von der Wintersaison 2009-2010 bis zur Wintersaison 2017-2018 in Chinatown stand, war die im Jahr 1948 gegründete Spreizer GmbH verantwortlich, eine Firma aus Passau. Auf der Homepage der Firma findest du einige interessante Referenzen und tolle Bilder. Das waren 5 Fakten über den Themenbereich Chinatown.
Wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat und würden uns freuen, wenn du auch den Themenbereich Deep in Africa mit uns erkundest. Ansonsten wünschen wir dir noch eine fantastische Woche. Bis zum nächsten Mal. Deine Phantasialand-Infos.